Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute, der 16. Juni. Ja, warum erwähne ich das? Ich habe Geburtstag. tatsächlich, werde heute 34 Jahre alt und wünsche mir von euch ganz viele Kommentare. Gut, das war's dann zu dem Geburtstagsspezial. Ich werde runtertauchen. Hui. Und ihr seht hier schon unsere begonnene Basis. Da fehlt noch einiges, aber ganz wichtig, eine Sache fehlt uns noch ganz, ganz heftig. Das ist eine Seemotte. Und die müssen wir langsam mal herstellen. Finde ich ganz wichtig jedenfalls. Die... Krass, der schießt auf mich. Ich habe dich doch gepflanzt. Das ist also keine gute Idee, diese Pflanze zu pflanzen. Scheiße. Was habe ich da gemacht? Jetzt habe ich meinen eigenen Killer da unten gezogen. Gut, für diese Seemotte brauchen wir natürlich ja noch Zeugs. Das ist jetzt nicht so leicht zu finden. Wartet. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Dass der ballert die ganze Zeit. Ob der auf mich auch schießt, wenn ich da ein Fenster reinmache? Ich habe kein Fenster, ne? Ganz rein zufällig? Nein, habe ich nicht. So, ja, los geht's. Wir essen uns mal satt. So. Können wir ja endlich. Machen wir das Titan klein. Das brauchen wir ja. Das ist ja wichtig. Ja, und ihr fragt euch bestimmt, wie fühlt man sich so mit 34? Ich sag mal irgendwie, meine Frau hat mich gestern schon geärgert und heute Morgen. Alt. Man fühlt sich alt. Ich bin aber im Geiste noch ein Kind, muss ich sagen. Das seht ihr ja. Ich zocke ja auch wie bescheuert. Also Kind geblieben bin ich schon. Falsch. 34 Jahre. Mann, drück doch nicht immer den falschen Knopf, du Trottel. So, wir wollten hier noch einen Schrankraum reinmachen. Und wir müssen langsam mal Spezies sammeln, weil die Staffel Forschung besteht momentan eigentlich nur aus Bau. Aber ihr seht, wir haben ja schon gut zugelegt hier an Aquarien. Zwei dicke, fette Räume, wo wir jede Fischart reinpacken. Wie viele ist, glaube ich, auch egal. Kika sind ja schon eingezogen. In den kleinen Becken vermehren die sich nicht. Ein großes Becken will ich zwar auch noch machen, aber erstmal heute tatsächlich das Ding hier. Ein Titanbarren, ein Schmierstoff und eine Energiezelle. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, du wirst dich verarschen. Blödes Gerät. Ein Barren fehlt. Ein Titanchen fehlt. So, 87% Licht aus. Ach, da ist er schon was. Da ruckelt's. 5. Dann holen wir Schmierstoff. So. Dings habe ich ja. Okay, warte mal. Schmierstoff. Ich mache mir gerade einen Plan. Boah, die wird so gigantisch. Die wird bis zum Horizont gehen. Ich freue mich da so drauf auf dieses Projekt. So, Zwupp. So, Schmierstoff, blablablub, ist alles da. Und die gute Energiezelle. Da brauchen wir zwei Batterien und ein Silikon. Okay. Kommando zurück. Ich muss so ein scheiß Ding da pflanzen. Ne? Jetzt muss ich diese Pflanze da kaputt machen. So, wartet. Todesmutig ist er. Das wisst ihr ja. Nicht wirklich weise mit 34. Uah. Ah. Wow, die hat aber Damage gemacht. So, erstmal eine. Oh Mann, aus der einen machen wir dann mehr. Jetzt habe ich diese Tigerpflanzensamen aufgesammelt. Und jetzt haben wir eine Sache gelernt. Nee, die pflanzen wir lieber doch nicht mehr. Ist nicht so eine gute Idee. Wenn ich jetzt hier hinwerfe, wie sehen die aus? Also blöde Fragezeichenblöcke, die dann immer rumschweben. Ja, die entsorgen wir später. Wir werden uns einen wunderschönen Vulkan aussuchen, wo wir die dann verrecken lassen. Die Schweine. So, Energie ist gut, aber ich könnte noch ein bisschen mehr gebrauchen. Oben haben wir ja ein Energiemoped. Was würde ich jetzt machen? Genau. Ein Silikon.
Bäm. Pilze. Mein Schreibtisch, der spiegelt gerade mega meine Brille. 1, 2, 1, 2. So, die Babys geklaut. Ha! Und da sickern die Fragezeichen zu Boden. Die werden mich jetzt massiv stören. Die ganze Zeit. Weiß ich jetzt schon. So, dann brauchen wir 2 Kupfer. Und dann machen wir mal 2 Batterien und darauf eine Energiezelle. Warum braucht das Ding eigentlich eine Energiezelle? Das ist Strom auch, ja, aber eine ganze Energiezelle gleich. So. Ach. Bin heute auch durch. Ihr merkt das schon. Mit 34 Jahren ist man nicht mehr so konzentriert. da ist es. Ab in der Tasche damit. Dann in ins Inventar. Ich mach's mal schnell auf die 1. Nein! Schon wieder der falsche Knopf. Fahrzeugstation aussetzen. Ja, das will ich doch. Da ist sie. So sieht sie aus. Ja, und jetzt müssen wir eine Motte machen. Ich hoffe, ich habe sie schon komplett entdeckt. Ich glaube, ja. Ja, haben wir schon. Titan machen, Energiezelle, Glas, Schmiedestoff. Super simpel, schaffen wir alles. Und haben wir endlich wieder unser Möttchen, mit dem wir hier auf Tour gehen können und ja, diese Sauerstoffprobleme halt nicht mehr haben, ne, mit Tauchen. So, fapp, fapp. Schmierstoff ist in der Tasche. Eine Energiezelle, ein Titanbarren, da brauchen wir noch Metall. Aber die verbrauchen so unglaublich viel Platz, die Sachen, ne? Vorsicht. So. Oh. Ich weiß, wer da wohnt. Aber der kann uns mal. Wir sind schnell. Du bringst dich umsonst um. Wären da jetzt ein Dings drin gewesen? Ne, wäre nicht drin gewesen. Ey, das sieht so eklig aus, ne? So anatomisch eklig. So, wir brauchen Zeugs. Oh, guck mal, Pupa. Die Furzfische werden hier gerade geboren. Das haben wir schon gescannt. Metallschrott. Was sagt die Luft? Okay, wir haben ja mehr Luft jetzt. Gott sei Dank. Aber Metallschrott wird mir gerade mehr bedeuten, weil wir brauchen ja einen Titanbarren für das Mötchen. Da. Fupp. Zunge rein, Tim. Zunge rein. Mit 34 hat man die Zunge nicht mehr raushängen. So, achte. Krieg ich mal 4 Barren, 4 Titanchen raus. Was macht ihr denn hier drin? Komm ich mit? Nö, lieg nicht. Ich will hier durch. Hui. So, eigentlich haben wir jetzt alles vollständig. Ne? Habe ich noch Platz? Ja, klar. Einen kann ich noch. Pop. Basis. Da. Viel Luft. Sehr geil. Aber einer blockiert halt immer einen Inventarplatz. Ne? Weil will man machen. Sonst kommt man ja immer auf zu wenig Luft. Und das macht so keinen Spaß. Ich höre gerade nichts. Jetzt macht es wieder Geräusche. Gut. Das kleine Bäslein. Dann fangen wir mal an. Ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Ich glaube zu wissen, dass wir nur davon... Das passt nämlich gerade genau. Nur einen brauchen. Nur zwei brauchen. Der Scheinwerfer, der leuchtet auch fleißig. Zapp. So, 5. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Oh, meine Energie kommt aber langsam nach. So. Oh, scheiße, ich brauche noch ein Silikongummi. Stimmt. Na, ist ja egal. Was wir haben, das haben wir jetzt erstmal. Batterie. Batterie. Energiezelle. Lüft. Es lüft. Ich hätte mich auch rasieren können zu meinem Geburtstag, ne? Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. So, hopp. Oh. Wir brauchen was zum Verbrennen. Oh, hä? Warum?
Bin ich da vorgefahren oder sowas? Naja, werden wir noch rausfinden. Wir generieren wieder ein bisschen Leben. Ist ja kein Hardcore-Modus, Gott sei Dank. Und brauchen jetzt nochmal einen Schmierstoff. Und Glas. Das war wichtig, genau. Wartet. So. Mann, immer vergesse ich so. Ja. Und die angeladene da rein. Oh, Mann! Das Ding hat auch zu tun. Durchweg. Wir müssen irgendwas vergammeln. Damit wir den Bioreaktor ein bisschen anheizen können. Der müsste ja da sein. Genau. Ich habe jetzt aber nichts Vergammeltes. Schade. Er stellt ja eh nur ganz wenig Energie her. Ne? Gut, wir holen erstmal ein bisschen Quarz. Und dann sind wir schon happy. Hup. Licht aus. Ich fahre mal einfach ganz grob diese Richtung. Da müsste eigentlich eine Menge Quarz liegen. Ha. Wenn man schon davon spricht. Eine haben wir. Das Metallschrott lasse ich mal liegen. Zwei. Bioreaktor haben wir. Da ist Salz. Da sind noch Fische. Die brauchen wir natürlich auch in Aquarium später. Aber momentan ist natürlich das wichtig. Etwas Quarz. Und schnell gefunden. Hätte ich nicht gedacht. So. Komm, dann nehmen wir das nochmal mit. Wenn wir schon mal hier unterwegs sind. Da rollt ein Ei rum. So, zurück. Hui. Das ging gut. Das ging sehr gut. In so eine Höhlen finden wir mal super Silber oder Gold. Und ihr wisst, dass wir hier verdammt viele Computerchips noch brauchen. Dann macht das vielleicht Sinn, schon mal ein bisschen Silber zu sammeln. Na. Da haben wir schon mal zwei Silber parat. Sehr geil. Und noch ein Titan. Boah, Basis, Basis, Basis da. Yippie, Juhai, hey. Zudem, ich habe gestern ein Spiel bekommen. Black Hole heißt das. Das ist ein Jump'n'Run. Ich glaube, ich werde ein Jump'n'Run Let's Play machen. Tatsächlich. Hier und da mal mit meinem Söhnchen. Der freut sich darüber bestimmt. Ist verdammt gut gemacht, das Jump'n'Run, muss ich sagen. Als 2D und so, aber egal. Gut. Glas. Habe ich jetzt alles zusammen? War ja nur ein Glas, ne? Energiezelle, Titanbarren. Schmierstoff fehlt noch. Schmierstoff. Das dauert dann noch, bis es gewachsen ist. Wie viel Platz habe ich noch? Genau, können wir mal ein paar Pflanzen. Geht schneller. Hoffe, hier nur ein Büschel dran hängt. Okay, zwei, drei. Das ist echt ganz schön wenig, ne? Was bist du? So, pflanzen wir nochmal zwei ein. Aber wir machen uns erstmal einen Schmierstoff. Basis, da. Machen schnell ein Möttchen. Dann haben wir das für heute geschafft. Oh, geil, ey. Geht besser, als ich dachte. Und schneller vor allen Dingen. Ich vergesse das immer wieder, weil man denkt, das ist so ein Mammutprojekt. Schmierstoff, so. Da habe ich sogar bekommen noch, so weit entfernt. Da fällt mir ganz spontan noch was ein. Und zwar Strom. Das müsste ein bisschen besser gehen hier. Kostet zwar wieder Quarz. Und ich darf, glaube ich, nee, jetzt habe ich kein Quarz mehr. Kriegen wir ein bisschen schneller Energie. Natürlich nicht in der Nacht, ja klar. Wo bist du? Gerät da. Paddel, paddel, paddel. Nein! Zwei Glas! Ich Depp! Boah, ist das dunkel. Boah, das scheint, wir machen mal cooles Licht, ne? Hat mal echt cooles Licht.
Bringt zwar mir gar nichts. Aber er macht Licht. So, ein Glas dürfte ich noch machen. Habe ich ja gerade gesehen. Die zwei sind noch da. Einer nur noch. Scheiße. Ich will jetzt keine Dings mehr abbauen. Wie kann man denn vergessen? Oh. Das habe ich auch noch nie gehabt, ne? Aber die Dings ziehen gerade. Die Batterien. Notstrom. Das war's. Die müsste kaputt gehen, wenn man keinen Strom hat. Wenn man so doof ist wie ich und die einfach so scheiße haushaltet, dann müsste die eigentlich kaputt gehen. Das finde ich ganz interessant. Aber vielleicht geht sie ja auch deswegen kaputt. So. Oh, ich hasse Nacht, ey. Da wird sie gekraftet. Unser Mötchen. Unser erstes Mötchen. Bup. Boah, wie es aussah. Welcome aboard, Captain. So, da haben wir sie wieder. Unsere gute Motte. Mit Licht und mit allem drum und dran. Sehr cool. Ja, nur Notstrom, logisch. Weil alles verbraucht ist Saft hier und wir haben keine Sonne. Das ist natürlich blöd. Aber wir haben doch nie irgendwo ein Ei liegen gehabt. Oder wartet mal, eine Idee. Ein Ei. So, auf 1. Ah, da ging nicht, ne? Blödes Ding. Die ist ganz dunkel, wie irre. Aber echt null. Gar nichts kommt mehr rein. Immerhin, ne? Irgendeinen Brennstoff findet man immer. Ich weiß nur nicht, wie lange die halten. Cool. Aber mal den Strom wieder angemacht, ne? So. Was mit euch beiden? Euch geht's gut? Ich finde, wir sollten in der heutigen Folge immer die nächste Rasse einziehen lassen. Wir machen jetzt nicht jede Folge eine Rasse, ist ja albern. Aber wir haben gerade Zeit. Wir haben alles geschafft, was wir wollten. Und Blasenfische oder so, das wäre eine ganz coole Sache. Muss man halt nur finden. Oh, guck mal hier, den. Der wehrt sich auch nicht. Den kann man nicht fangen. Schade. Kika. Da gucken mich die großen Augen an. Heftig. Boah, ist das dunkel, ey. Mann. Ich würde gerne noch einen von den einen da finden. Von den, wie heißen sie? Hooverfischen. Davon finden wir Eier. Ja, für die Eier müssen wir ein großes Becken machen, klar. Da haben wir Bumeränge. Bumeränge, die Mehrzahl. Oh, ein Augen. Hey. Da ist noch ein Bumerang. Nur Attacke. Nein, ich brauche nur zwei. Wo geht's da denn hin? Das müsste das Jelly-Biom sein. Ja. Da finden wir die, Kika, die Oculus Kika. So, was habe ich denn jetzt? Zweimal Bumerang, einmal Schwebefisch, einmal Spaltenfisch. Muss natürlich, ich will ja von jedem zwei, nur damit sie auch ein bisschen Spaß haben, ist ja klar. Oh nein. Und ich habe keine Batterie dabei, oder? Nein. Nehmen wir die 5. Bleib, was bist denn du? Oh, das ist ein Beißer. Zweimal Spalte. Hört sich furchtbar an. Boah, guck mal, wie dunkel. War das schon immer so dunkel in Subnautica? Man sieht ja gar nichts. Und dann brauchte ich noch, was sagt, die Luft ist gut. Ich wollte noch einen spielen. Da haben wir drei Rassen gefangen. Einfach, weil sie ja direkt um uns herum schwimmen. Wo der Augenfisch mich so ein bisschen überrascht hat. Den finde ich auch noch ganz interessant.
30 seconds of oxygen remaining. Ja, hier hoch. So. Ich mag schon viel Aquarium wir brauchen dann für jeden Fisch. Mal ein Messer aus der Hand, dann ist ein bisschen fixer. Naja, Bumerang. So. Der. Reiffisch. Mein Gott, ich kenne die Fische schon auswendig. Oh. Komm her. Ich habe da gesehen, da war ein Wrack. Oh. Keine Angst, hier wird's gut gehen. So. Oh, meine Frau. So. Es wäre nett, wenn ihr euch leiser über euer Mehl unterhalten würdet. So, der Reifisch. Die Rezeptur haben wir damit dann auch gelernt. Okay. Komm her. Stop. Okay, jetzt fahren wir aber zurück zur Basis. Wo ist er denn da? Ich habe jetzt nur einen Reifisch, also ich habe gerade eine Mehldiskussion gehabt. Also nicht ich, meine Frau, meine Mutter. Die einfach laut Hals sich darüber unterhalten, wie viel, dass sie kein Mehl mehr haben. Ja, die vergessen immer, dass ich YouTube-Videos mache, deswegen. Gut, da kommt sie, unsere Basis. Macht schon einen guten Eindruck, sehr groß. Da ist wieder meine Frau. Und hab da das Mehl. Ah, ich brauche unbedingt Flossen. So. Och, der muss jetzt so weit weg sein, der Eingang. So ein paar Fischis. Ja, nicht das, was ich alles wollte, aber den müssen wir dann aufstocken. Auf jeden Fall in Aquarien. So, rein. Wird mal Zeit, dass wir hier auch mit der Forschung beginnen, ne? Nein, nein, ich habe die jetzt beide gegessen. Ich habe jetzt beide gegessen. Blasenfische. Augen. Davon ein. Davon ein. Mann, jetzt habe ich sie gefressen, ey. Naja, ein würdiges Ende. So, Blasenfische. Ja, jetzt haben wir... Wir haben... Wenn, aber wie cool das sein wird, ne? Wenn da wirklich... Wir können noch ein paar mehr reinwerfen als immer nur zwei. Wie geil. So, ja. An der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Ich esse mich nochmal schnell satt. Auch wenn ich gerade Fischis gegessen habe. Unser Bäumchen versorgt uns ja jetzt. Bis zur nächsten Folge.